Die Woche fängt gut an. Wir haben einen tollen Wochenstart. Der DAX hat nach oben ein Gap gerissen. Und gerissen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hat die gute Stimmung, die sich ein bisschen hier abgezeichnet hat, hatte seit dem Tief hier tatsächlich nutzen können. Der Markt also weiterhin auf dem Weg nach oben. Und das Ganze auch nochmal bestätigt durch den amerikanischen Markt, der ebenfalls nach oben unterwegs ist. Also alles in Butter, alles in bester Ordnung. Ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben wahnsinnig viele Risiken aktuell im Markt. Wir haben natürlich die Frage nach dem Handelskrieg aktuell. Wir haben die Hongkong-Frage, die sich irgendwie immer mehr zuspitzt, auch weil sich Amerika immer mehr einmischt, auch in das Wording. Trump hat sich dazu ja auch geäußert, hat gesagt, also wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, dann wird das mit dem Handelsstreit auch nichts. Und die Chinesen, die werden immer schmallippiger und sagen, uns ist es fast schon egal, denn Trump gibt nicht nach. Warum sollten wir es dann tun? Also Risiken sind alle mal da. Der DAX hingegen, der sieht aber immer noch gut aus. Ich sage mal charttechnisch, das ist ein Kann-Angebot, das ist nicht ein Muss. Wäre es also locker möglich, dass wir in den nächsten Tagen, vielleicht auch ein, zwei Wochen hier noch mal ein bisschen nach oben kommen. Ich halte das für durchaus typisch, nachdem wir hier so halbwegs fünfwellig nach unten sind. Ich male es mal so ungefähr mit der Maus, ich will es gar nicht festmalen. Eine A, B, C nach oben wäre ein Klassiker. Aber unabhängig davon, ob es so wird oder sogar vielleicht weitergeht, früher oder später müssen wir mal mit einem Rücksetzer rechnen. Und dann können wir wahrscheinlich mit einer Fortsetzung vorläufig nach oben erst nochmal rechnen. Zumindest mal sieht das aktuell ganz gut aus. Und Anzeichen für die Abwärtsseite sehen wir zumindest in diesen Charts noch nicht. Und deshalb wechseln wir mal auf den amerikanischen Markt. Gerne auf den S&P 500, in diesem Fall der Future. Dann sieht das ja auch ebenfalls hier sehr gut aus, dass wir hier positiv auf dem Weg nach oben sind. Allerdings das Gesamtbild, wenn ich mir das hier angucke, wir haben doch diese typische Musterbildung. Das sieht doch so halbwegs krank wieder aus. Auch hier vorne eher dreiwellig. Also das Bild gefällt mir so noch gar nicht so sehr. Und auch im Kurzfristigen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Hier zwar in diesem Chart schon, denn das ist ganz klar die Bewegung, hauptsächlich nach oben. Man sieht das, wenn man ein bisschen rauszoomt. Wir sind im 5-Minuten-Chart. Das hier ist ein Rücksetzer und ich weiß, dass ich immer wieder gefragt werde. Ich rede ja oft, wenn ich nur die Sprachnachrichten oder Videos mache, von den Zwischenhoch. Was ist das mit dem Zwischenhoch? Das hier wäre für mich das Hoch. Und das Hoch zwischen dem Tief und dem vorletzten Tief, das hier mit den zwei Pfeilen drauf, das ist mein Zwischenhoch. Und das ist für mich ein möglicher Trigger, um gegebenenfalls die Longseite wieder zu fahren. Da gibt es einen oder anderen Pferdefuß, den will ich an dieser Stelle gar nicht nennen. Oder nennen vielleicht schon, aber nicht groß erklären. Wenn das hier sehr eng beieinander liegt, ist das latent gefährlich. Wir erinnern uns, der Markt liebt Ausbrüche und kommt danach gerne rüber. Je weiter dann also der Zwischenhochpunkt hier vom letzten Hochpunkt entfernt ist, desto besser. Weil wir müssen damit rechnen, dass es dann früher oder später austrocknet. Es sieht beim S&P, ich habe es gerade gesagt, gar nicht so doof aus. Aber wenn wir jetzt mal wechseln, zum Beispiel auf den Dow Jones, dann sehen wir, wenn ich das mal so halbwegs hier anzeichne, die Oberseite, okay. Aber die Unterseite hat hier hinten auf einmal ganz schön an Fahrt aufgenommen. Und wenn wir das Ganze uns mal angucken, wie das beim Nasdaq ist, beim Hightech-Index, dann sehen wir, das sieht sogar halbwegs nur impulsiv nach unten aus. Also wir müssen im Moment davon ausgehen, dass die Mehrheit der Titel in Amerika, zumindest mal was die Indizes angeht, nicht unbedingt die Anzahl der Titel, aber die Wichtigkeit der Titel im Moment eher die Abwärtsseite stark auf dem Plan haben, sagen wir mal so. Ich würde deshalb noch nicht notwendigerweise auf Short gehen. Wann würde ich das? Na, das Spiel ist ja allgemein bekannt, sagen wir mal, wenn er wackelig nach oben kommt, dann haben wir auch wieder eine Zwischentieflösung, um dann nach unten zu kommen. Also wichtig, das wäre meine Idee, aha, die Shortseite gilt nach dem Schub nach unten. Das ist dann der Hinweis dazu und das wäre der mögliche Trigger, je nachdem natürlich, wie das aussieht. Das muss ja nicht ganz exakt so sein, würde sich das aber dafür entsprechend anbieten. Also wir sehen, es ist einiges geboten aktuell im Markt. Das, was ich hier gezeichnet habe, lässt sich auch auf den Dow Jones übertragen, beispielsweise, wenn der Kurs so ein bisschen hier mal hochkommt. Das geht natürlich auch mit anderen Märkten, seien es Währungen, seien es Rohstoffe, ganz egal, was es da ist, wann immer wir hier eine scharfe Bewegung sehen und eine wackelige Gegenbewegung, ist das ein Hinweis dafür, dass der Markt anschließend noch mal ein bisschen zumindest mal die Bewegungsrichtung fortsetzt. Ob das weit reicht, das ist nicht gesagt. Wir sehen das hier, wenn wir hier das Zwischenhoch ansehen, es ging ja auch erstmal weiter, nicht wirklich weit, aber zumindest mal ein gutes Stück. Und wenn man dann hier irgendeinen Nachziehstopp, zum Beispiel Supertrend oder Parabolik, dann hat man die Chance, zumindest einen Teilgewinn noch zu machen, selbst wenn der Markt dann
doch wieder dreht. Also das mal als grobe Überlegung und das am ganz konkreten Chart. Deshalb höre ich jetzt auf, weil 5 Minuten ist schon lang genug. In diesem Sinne für heute alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Toi, toi, toi an den Märkten.